Sarah, wie sieht's aus mit dem Monatsrückblick? Richtig, vom Oktober. Ja, heute gibt's nicht nur meinen Monatsrückblick, sondern auch sonst ein bisschen News und Gelaber, wie immer bei meinen Vlogs. Und ich mache das mal ganz schnell, denn ich habe im Oktober wirklich nur 5 Bücher geschafft zu lesen. Und zu, ich glaube, mindestens der Hälfte davon habe ich schon in anderen Videos was gesagt. Deswegen werde ich mich da sehr kurz fassen. Das erste Buch vom Oktober war Die Bücherdiebin von Markus Zusak. Und da habe ich ja schon in meinem letzten Monatsrückblick erwähnt, dass ich das Buch fantastisch finde. Wirklich, es ist so wunderschön geschrieben. Das kann ich jedem empfehlen, egal welches Genre ihr normalerweise am liebsten lest. Lest Die Bücherdiebin. Das Buch hat es verdient, gelesen zu werden. Und von mir gibt es deswegen auch, das ist eine ganz dumme neue Sache, die mache ich jetzt einfach mal, das Monatshighlight Herzchen. Weiter ging es für mich mit einem Thriller, denn nach so viel Herzschmerz durch die Bücherdiebin wollte ich mal wieder ein bisschen was Blutrünstigeres. Und da habe ich mir Die Chirurgin von Tess Gerritsen geschnappt. Auch das Buch fand ich richtig gut. Im Vergleich zu Die Bücherdiebin hat es keine 5 Sterne verdient, sondern hat von mir wohlwollende 4 gekriegt. Aber es ist einer der besten Thriller, die ich überhaupt gelesen habe bis jetzt. Sowohl vom Schreibstil als auch von der Story her. Und deswegen bin ich schon sehr gespannt darauf, wie die Reihe weitergeht. Direkt im Anschluss daran kam ein Rezensionsexemplar, und zwar White Horse von Alex Adams. Eine, ja, Dystopie oder vielmehr ein Endzeitroman, in dem es darum geht, dass die Menschen durch einen Virus fast alle gestorben sind und es gibt nur wenige Überlebende. Die Protagonistin ist eine davon. Und an dem Buch fand ich sehr besonders, dass es halt immer abwechselnd in der Vergangenheit und in der Gegenwart spielt. Und erst dadurch, dass die beiden Zeitstränge aufeinander zukommen, sich erklärt, was es eigentlich mit dieser Seuche auf sich hat. Wirklich gut geschrieben, hat mich nicht total vom Hocker gehauen, aber ich habe auch 4 von 5 Sternen vergeben, weil das Buch einfach sehr spannend war. Nicht mal, weil viel Action drin war, sondern weil man einfach immer wissen wollte, wie es weitergeht. Hat mir gefallen und für Fans von Endzeitromanen ist das bestimmt was. Ja, danach kam Flames and Roses von Kirsten White. Das Buch habe ich gerade nicht hier, deswegen muss es auch so gehen. Da habe ich ja auch schon in meinem letzten Video irgendwann gesagt, dass mir die Protagonistin ziemlich auf die Nerven gegangen ist, weil die so sehr girly-girl-mäßig war. Und im Prinzip hat sich das Buch über auch nicht mehr geändert. Die Geschichte an sich fand ich nicht schlecht. War mal ganz interessant zu lesen, war etwas anderes. Ziemlich witzig und frech geschrieben. Aber da die Protagonistin mir halt nicht besonders gefallen hat, habe ich nur 3 von 5 Sternen vergeben. Und das letzte Buch im Oktober, ihr ahnt es, war Schloss der Engel. Da habt ihr vielleicht schon mein sehr ausführliches Video zu gesehen, als ich den Leseeindruck gemacht habe. Und ja, auch dieses Buch ist nicht besser geworden. Man hat sich zwar mit der Zeit so ein bisschen dran gewöhnt, sagen wir, man hat sich mit seinem Schicksal abgefunden. Aber das Buch hat trotzdem nicht besonders viel Spaß gemacht zu lesen. Das Schlimme war, am Ende ist noch eine Aussicht auf den zweiten Band, denn das Ganze soll ja eine Trilogie werden. Und ich hatte noch ein bisschen gehofft, dass es vielleicht in den Folgebänden besser wird, aber schon diese kurze Leseprobe aus Band 2 hat mich davon überzeugt, dass ich absolut die Finger von diesem Buch lassen werde. Und ja, falls ihr nicht zufällig auf total nervige Protagonistinnen steht, rate ich auch euch, die Finger davon zu lassen. Für mich Flop des Monats und 1 von 5 Sternen. Wenn wir schon mal dabei sind, mit blöden Post-its lustige Sachen zu machen, Flop des Monats, kriegt jetzt einen Daumen nach unten. Dislike. Ja, so viel also zu den Büchern, die ich gelesen habe. Und wie das so ist, gibt es natürlich dann auch immer eine neue Wunschliste mit Büchern, die im Oktober rausgekommen sind oder jetzt im November rauskommen. Und die ist schon wieder irre lang. Außerdem habe ich entdeckt, dass ich ein Buch total. Das ist irgendwie an mir vorbeigegangen. Und zwar, erstes Buch der Wunschliste, 18 Moons von Cami Garcia und Margaret Stohl. Da habe ich 16 Moons und 17 Moons schon mit Begeisterung gelesen. Und irgendwie habe ich total verplant, dass jetzt der dritte und letzte Teil rauskommt. War ich total geschockt, als ich das heute gesehen habe.
Ist also sofort auf der Wunschliste gelandet und wird demnächst hoffentlich gelesen. Außerdem noch Rot wie das Meer von Maggie Stiefvater. Hat das vielleicht jemand von euch schon gelesen und kann was dazu sagen? Ich freue mich unheimlich auf das Buch, weil ich liebe Maggie Stiefvaters Schreibstil und ja, deshalb erwarte ich von dem Buch eigentlich ziemlich viel. Dann Asche und Phönix von Kai Meier. Nach Arkadien, seiner Reihe, die ja erstmal in einer Trilogie endet und vielleicht noch weitergeschrieben wird, ist natürlich auch dieses Buch irgendwie Pflicht und ich freue mich schon ziemlich drauf. Ich finde das Cover eigentlich sehr schön geworden, schlicht und irgendwie mal was anderes, kein Frauengesicht drauf und so. Von daher ein Must-Have. Außerdem Die Verratenen von Ursula Poznanski. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Im Prinzip haben wir genug Dystopien und Endzeitromane im Moment, aber wenn Frau Poznanski eine schreibt, dann muss ich auch das noch lesen. Außerdem hat sie ja schon sehr gute Kritiken bekommen, was ich so gehört habe. Und das, obwohl ich sagen muss, dass ich das Cover des Buches extrem scheußlich finde. Weiß nicht. Nicht besonders schön. Meiner Meinung nach. Vielleicht findet ihr es ja schön. Keine Ahnung. Dann noch zwei englische Bücher, die jetzt rauskommen. Und zwar der letzte Teil von Ellie Condys Trilogie. Die Auswahl. Und der dritte Band heißt ja Reached und der ist jetzt auf Englisch demnächst erhältlich. Und ich glaube, ich werde ihn mir auf Englisch kaufen, weil ich habe auch den zweiten dann schon auf Englisch gelesen. Da konnte ich nicht warten, bis der deutsche rauskam. Das letzte wäre dann ebenfalls eine Fortsetzung, und zwar von Lainey Taylor, Days of Blood and Starlight. Das erste Buch hieß Daughter of Smoke and Bones, glaube ich. Und das hat mich zwar nicht ganz so umgehauen, wie ich gehofft hatte, aber ich fand es auch nicht schlecht. Und auch Lainey Taylor ist eine der Autorinnen, deren Schreibstil ich unheimlich feiere. Von daher freue ich mich da schon sehr drauf. Als Tipp vielleicht, wenn ihr noch nichts von ihr gelesen habt, dann kann ich empfehlen Der letzte Kuss. Das ist eine Art Kurzgeschichtensammlung von ihr mit, ich glaube, 4 Geschichten. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Aber auf jeden Fall mit mehreren Geschichten, die ein bisschen wie Märchen sind. Und die sind wunderschön geschrieben und zusätzlich noch wunderschön illustriert. Das Buch lohnt sich auf jeden Fall. Ja, das ist auch schon meine Wunschliste. Ich weiß nicht, ob ich es überhaupt schaffe, eins dieser Bücher zu kaufen. Ich muss mal mein Konto fragen. Konto? Vermutlich also eher nicht. Aber irgendwann werde ich die Bücher lesen und dann werde ich euch darüber Bescheid sagen. Das Letzte, worüber ich noch mit euch reden möchte, sind ein paar Sachen, ein paar Termine. Und zwar morgen, wenn ihr das Video guckt, ist Mittwoch, also genau, am Donnerstag, den 8.11. sind Sebastian Fitzek und Sokos hier in Düsseldorf, wo ich ja bin, und lesen aus ihrem neuen Buch. Und ich würde so gerne dahin. Ich habe aber noch keine Karte und ich habe keine Ahnung, ob man noch welche kriegt. Also ich werde es mal versuchen. Vielleicht sieht man sich ja da. Geht ihr hin? Habt ihr schon davon gehört? Würde mich mal interessieren. Ich freue mich auf jeden Fall drauf und falls es klappt, dann yay. Außerdem ist noch an diesem Samstag, den 10.11. in Düsseldorf im Hauptbahnhof, ich glaube um 14 Uhr fängt das an, ein YouTuber-Treffen. Da würde ich auch mal gerne wissen, ob jemand von euch hingeht, weil ich überlege, ob ich hingehe. Es wird sich eigentlich anbieten. Ich bin unheimlich schnell am Hauptbahnhof und ich wohne ja nun mal hier. Und ich fände es richtig cool, wenn ich mal ein paar Leute von euch treffen würde, kennenlernen könnte. Von daher sagt Bescheid, falls ihr da seid und vielleicht sieht man sich ja am Samstag. Außerdem hatte ich noch eine total dumme Idee. Und zwar, vielleicht kennt ihr ja Ponk, den großen neuen deutschen Comedy-Channel hier auf YouTube. Und die haben ein bisschen Community-Action gefordert. Die haben sich nämlich eine kleine Katze für ihre WG gekauft und die Community gefragt, ob die nicht einen Namen für sie aussuchen könnte. Und da dachte ich mir, hör mal, was die können, das kannst du schon lange. Und zwar für meinen Raben. Den habt ihr vielleicht in meinem Halloween-Special gesehen und der Gute braucht jetzt noch unbedingt einen Namen. Es soll aber nicht irgendein Name werden, sondern was Literarisches. Also, keine Ahnung, vielleicht Darcy oder so. Macht einfach mal Vorschläge, ein bisschen Community-Power und vielleicht benenne ich ihn ja nach eurem Vorschlag. So viel zu meinem Monatsrückblick diesmal. Ich weiß gar nicht warum, ich bin so ein bisschen aufgedreht heute. Egal, ich hoffe, ihr konntet euch das Video ansehen, ohne so ein zuckendes, nervöses Auge zu kriegen. Und wir sehen uns dann am Sonntag wieder, am Serpensonntag. Macht's gut!
Ellie Condys Trilogie. Wie heißt es auf Deutsch nochmal? Naja, ihr wisst schon, diese Trilogie da halt.